Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Raven. Und wieder mit dabei ist die liebreizende, tolle Mulenja. Hallo Mulenja. Hallo Malcolo. Ja, wir spielen The Raven. Wer hätte es gedacht? Mhm. Steht doch da. Steht ja auch hier, stimmt. Ein Adventure-Spiel und irgendwie ist die Musik gerade laut hier. Das ist, ja... Ah, es geht. Man kann es hier tatsächlich über unser Headset leiser stellen. Das ist ja nicht immer so gesagt. Bei manchen Spielen funktioniert das nicht. Ah, okay. Ja, wir spielen The Raven, ein Adventure-Spiel von King Art entwickelt. Und ja, wir haben schon viel Positives über dieses Spiel gehört. Mhm. Soll sehr interessant sein. Und ich hatte auch mal einen Trailer dazu angeguckt. Ich weiß gar nicht, hast du auch einen Trailer gesehen dazu? Ja, ich hatte den mal gesehen, aber schon länger her. Das ist bevor das Spiel rauskam. Mhm. Habe ich, glaube ich, den Trailer dazu gesehen, ja. Und ja, okay, vorher hatte ich das auch gesehen. Auf jeden Fall sah alles sehr interessant aus. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir spielen das einfach mal. Und schauen mal, ob es denn wirklich interessant ist. Ja, mal gucken. Also, wir wissen noch nichts. So wirklich nichts von der Story irgendwie oder so. Und ich würde sagen, wir machen mal ein neues Spiel und gucken, was passiert, ne? Mhm. Oh, Kapitel 1, Kapitel 2, 3. Toll. Ach so, das sind, ich glaube, das sind irgendwie Add-ons oder sowas. Ja? Ja, das ist, glaube ich, hier, weil wir haben das jetzt ja über das Humble Bundle gekauft. Ach so. Und normalerweise, also hat das angefangen mit Kapitel 1, glaube ich, und 2 und 3. Das hier ist das finale Kapitel. Die sind, glaube ich, dazugekommen. So, irgendwie, was habe ich da heute gelesen? Okay. Kannst aber du jetzt nicht einfach auf normales Spiel starten oder so gehen? Also da unten Spiel starten steht doch da. Da. Ja, natürlich. Ich denke schon. Ja, aber dazu muss ich wahrscheinlich erstmal eins auswählen. Ah, okay. So, Kapitel 1, weil wir wollen natürlich ja nicht mit den anderen Kapiteln anfangen. Ja, nee. So. Okay. Lade. Einige Gegenstände musst du mehrfach betrachten, um alle ihre Geheimnisse zu erfahren. Ach, das ist wieder sowas, wo ich dran denken muss. Ja? Lade. Des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold, hast du das schon gelesen? Harold? 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 Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Bleiben Sie ruhig, ich bin Polizist. Ich bin auf Ihrer Seite. Ein Polizist? Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold, da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Psst, machen Sie die aus. Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was... Verhaftet!
Ich habe keine Zeit zum Spielen, ich bin im Dienst. Du bist lustig, aber du siehst gar nicht wie ein richtiger Polizist aus. Du hast gar keinen Revolver. Okay, jetzt sind wir anscheinend hier in-game. Ja, sieht so aus. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wäre eben fast irgendwie weggeknackt und das gar nicht so, weil ich das langweilig fand, das Intro, sondern ich konnte mich so voll auf dieses Intro irgendwie einlassen. Das war sehr geil in Szene gesetzt alles. Das stimmt. Es war fast wie so ein Film irgendwie. Ich musste die ganze Zeit aufpassen, dass ich auch gleich nicht vergesse, anfangen zu moderieren hier. Ja, ich fand das mit dem Zug auch total cool. Irgendwie. Ja, das war total geil, ne? Irgendwie das mit dem am Anfang in dem Museum und so war noch spannend irgendwie. Was passierte? Und dann kam dieser Zug irgendwie und dann dachte man so, oh, ja, oh, ist das schön. Okay, jetzt haben wir hier diesen Frechdachs, der uns hier jetzt angequatscht hat. Genau. Und jetzt können wir anscheinend hier eine Antwort auswählen oder beziehungsweise. Versuch mal, dir seine Spielzeugpistole abzulutzen. Okay. Oh Gott, die kriegst. Wozu brauchst du denn die Waffe? Ich bin der Rabe. Der ist totgeschossen worden. Also brauche ich jetzt eine Pistole. Tote Vögel brauchen keine Waffen. Lebendige auch nicht. Weißt du etwa nicht, wer der Rabe ist? Er ist der größte Einbrecher aller Zeiten. Er hat Bilder aus dem Louvre geklaut. Und diese ganz wertvollen Eier mit Gold und Diamanten. Und Bobby Dobbs sagt, er hat die Kronjuwelen gegen Glassteine ausgetauscht. Ich weiß, wer der Rabe war. Auch wenn ich das mit den Kronjuwelen nicht ganz glauben kann. Irgendwas? Nur nochmal das erste Versuch, mal rauszufinden, wer der ist überhaupt. Ja. Wie heißt du, Junge? Ich heiße Matthew Miller. Und wo kommst du her, Matthew Miller? Aus Dillsburg, Pennsylvania. Aber jetzt wohnen meine Mom und ich in England. Sie kümmert sich um eine alte, reiche Frau. Und gerade sind wir auf dem Weg nach Venedig. Dort wollen wir mit einem großen Schiff fahren. Beeindruckend. Du hast ja schon die halbe Welt gesehen. Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Klingt ziemlich langweilig. In der Schweiz. In der Schweiz. Rüterhaft. Ja, viel Auswahl haben wir jetzt ja nicht mehr. Nö. Weißt du, dass es heutzutage viel gefährlichere Einbrecher als den alten Raben gibt. Vor 2 Tagen wurde ein wertvoller Rubin aus dem britischen Museum gestohlen. Es gab eine Explosion. Eine Wache wurde dabei verletzt. Ehrlich? Tja, und weißt du, was die Presse schreibt? Sie reden zu viel, Wachtmeister. Zellner, Monsieur. Anton Jakob Zellner. Oder hat er Sie mit seiner Waffe bedroht? Nein, Monsieur. Abmarsch. Inspekteur Legrand, es ist mir eine große Ehre, mit einer Berühmtheit wie Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sind der Schweizer Polizei dankbar für Ihre Unterstützung. Am besten bleiben Sie hier sitzen und behalten alles im Auge. Yay. Ja, das sagt schon alles aus. Aha. Aber wir sind ja, wir haben einen Steck voller Tatendrang. Genau. Also wollen wir auch helfen. Aber Monsieur, da gibt es bestimmt mehr, was ich tun kann. Ich habe gesehen, dass ein Tresor verladen wurde. Wir haben alles im Griff. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, Sie finden mich den Rest der Fahrt im ersten Transportwaggon am Ende des Zuges. Ich bin nicht hier, um die schöne Landschaft zu genießen. Ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe mir eine scharfe Kombinationsgabe angeeignet. Mit dem da? Ich habe die Leute auf dem Bahnsteig in Zürich beobachtet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mann dort ein Geigenspieler ist. Das wäre beeindruckender, wenn er keinen Geigenkoffer neben sich liegen hätte. Und ich glaube, dass der Herr im nächsten Waggon ein deutscher Arzt auf dem Weg nach Italien ist, der dort eine neue Stelle annehmen will. Wie kommen Sie darauf? Auf seinen Manschettenknöpfen ist ein Esculap-Stab eingraviert. Und er hat ein Wörterbuch bei sich, deutsch-italienisch. Vielleicht macht er Urlaub in Italien, wandelt auf Goethes Spur. Zu viel Gepäck. Und nein, er will auch nicht seinen Ruhestand in Italien verbringen. Die Koffer sind zu schäbig, als dass ich glauben würde, dass er sich mit Ende 50 seinen Ruhestand leisten kann. Also schön, Wachtmeister... Zellner. Wachtmeister Zellner, wenn Sie so ein cleverer Kerl sind... Was tue ich hier im Zug? Naja. Also er ist auf jeden Fall arrogant. Ja, so ein wenig.
Aber ich gehe mal davon aus, dass der irgendwas zu bewachen scheint, ne? Wenn da ein Tresor mit am Zug ist. Also ich würde tippen, der sucht jemanden, aber versucht mit bewachen. Ich denke, sie bewachen etwas. Aha, und das wäre? Was auch immer in dem Tresor drin steckt, ne? Das kann ich nicht wissen, aber es muss sehr wichtig sein. Wieso? Sie sind sehr wichtig. Man würde sie nicht auf den Fall ansetzen, wenn es sich um eine Lappalie handeln würde. Mal angenommen, wir würden in diesem Zug tatsächlich etwas sehr Wichtiges transportieren und es wäre mein Job, für seine Sicherheit zu sorgen. Warum wimmelt es dann hier nicht von Uniformierten? Keine Aufmerksamkeit. Boah, das würde ich jetzt auch mal tippen. Sie wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Eh wieder. Aber warum nicht? Ja, nehmen wir das mal mit der Falle, wa? Es ist eine Falle. Ah, jetzt geht aber Ihre Fantasie mit Ihnen durch. Naja, schon irgendwie beeindruckend. Aber je weniger Leute involviert sind, desto besser. Wir kommen ohne Sie zurecht. Nein. Nein? Ich kann behilflich sein und ich werde behilflich sein. Sie befinden sich in meinem Land und ich bin abkommandiert worden, um Sie zu unterstützen. Genau das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Clever und hartnäckig. Ihr Engagement ehrt Sie, Zellner. Aber bei diesem Fall habe ich das Sagen. Und ich brauche Sie nicht. Bon voyage. Aber woher wissen Sie das? Wahrscheinlich, weil er selbst was damit zu tun hat. Wahrscheinlich. Oh, hallo. Du hast geschummelt. Was habe ich? Ich habe gesehen, wie du mit dem deutschen Arzt auf dem Bahnsteig gesprochen hast. Er hat dir alles von sich erzählt. Und du hast eben nur so getan, als hättest du richtig kombiniert. Und wenn schon, weißt du, wer das ist? Das ist Inspektor Nicolas Legrand. Den muss man beeindrucken, wenn man mit ihm zusammenarbeiten will. Ich werde ihm alles erzählen. Du würdest mich tatsächlich verpetzen? Und das an den Polizisten, der deinen Raben erschossen hat? Der war das? Hat den berühmtesten Einbrecher Europas gejagt und getötet. Das war der Start seiner Karriere. Dem werde ich nichts erzählen. Würde ich auch nicht. Also gut, Matthew. Ich muss jetzt arbeiten. Alle nennen mich Matt. Naja, außer meine Mom. Die sagt Matty zu mir. Als wäre ich noch ein kleines Kind. Ach, Mütter, ach, ne? Kinder und Mütter, ganz genau. Ob Legrand mich dabei haben will oder nicht, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern. Es ist doch immer das Gleiche. Möchten Sie etwas über die Spielsteuerung erfahren? Tutorial? Wäre nicht schlecht, ne? Ich glaube, wir können uns das mal angucken, oder? Ja, angucken können wir uns das ja mal. Betrachte das Butterbrotpapier. Um einen Gegenstand zu betrachten, klicken Sie ihn einfach an. Klicken Sie mal das Butterbrotpapier auf dem Tisch an.